Wir besprechen das Thema weiter und vertiefen es. Bei mir im Studio ist jetzt Alexander Dinger. Er ist Reporter im Weltressort Investigation und Reportage. Hallo Alexander, ich grüße dich. Hi. Du hast in Berlin vor Ort Eindrücke bekommen, hast es miterlebt von verschiedenen Querdenken-Demonstrationen. Wie aggressiv war es, was du da gesehen und miterlebt hast? War das eine neue Größenordnung oder eine Fortsetzung von dem, was man schon kannte? Also es war keine neue Größenordnung, jetzt rein zahlenmäßig, aber es war etwas Neues, weil es gestern sozusagen dezentral an vielen Orten stattgefunden hat und das für die Polizei relativ schwierig war, das Geschehen unter Kontrolle zu bringen. Die Polizeitaktik, wie sah die aus und hat diese Strategie in deinen Augen funktioniert? Also in meinen Augen hat die Strategie nicht funktioniert, weil die Polizei ganz klar das unterschätzt hat gestern. Die Größe der Demonstration, also sie sind überrascht worden. Und die Polizei war mit 2200 Kräften im Einsatz. Zum Vergleich, beim letzten 1. Mai waren es 5000. Und wenn man dann Demonstrationsgeschehen in der ganzen Stadt hat, wie jetzt zum Beispiel Berlin, ist es unheimlich schwierig, das unter Kontrolle zu bringen. Demonstrationen waren verboten. Andere beim CSD zum Beispiel zuvor nicht. Ist das angemessen, ist das gerechtfertigt, mal so und dann mal so zu entscheiden? Also das ist auch die größte Debatte, die innerhalb der Querdenken-Szene tatsächlich stattfindet, weil es halt viele Bilder vom CSD von vergangener Woche gibt, wo auch viele Demonstranten sozusagen keine Maske getragen haben. Die Polizei argumentiert so, oder beziehungsweise die Versammlungsbehörde, die ja Teil der Polizei ist in Berlin, dass die CSD im Kern eine friedliche Veranstaltung ist und die Querdenken-Veranstaltung im Kern eine nicht friedliche Veranstaltung. Und deswegen war dieses Verbot gerechtfertigt. Aber es ist nicht genau dann in einer solchen Situation, einer solchen Lagebeurteilung einfacher für die Behörden, heißt insbesondere für die Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen, dass man eine große Veranstaltung hat an einem Ort zentral und eben nicht mehrere dezentrale, wo man die Regeln und Auflagen ja augenscheinlich überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Wäre es nicht einfacher zu sagen, eine Veranstaltung ja, viele nein? Das klingt erstmal sozusagen logisch, aber jeder kann in Deutschland Demonstrationen anmelden. So, ja. Und also sozusagen, man kann als Behörde nicht sagen, wir machen eine zentrale Demonstration. Wenn halt 10 Leute unterschiedliche Demonstrationen anmelden wollen, dann können die das prinzipiell erstmal tun. Das, was ich von vielen Polizisten gehört habe, ist, dass die Lage teilweise chaotisch war. Also auch planungstechnisch chaotisch, viel zu wenig Kräfte in der viel zu großen Stadt. Wer hat da teilgenommen bei den Querdenken-Demonstrationen, den Zusammenkünften? War das eine homogene Gruppe oder eher heterogene Zusammenkünfte? Vielleicht auch ganz spontan. Also das kann ich sozusagen als Beobachter sozusagen nur einschätzen. Es war sehr heterogen, wie es immer bei Querdenken in letzter Zeit war. Also auch viele Seniorinnen, viele Senioren, aber darunter auch Reichsbürger. Ich habe auch wieder bekannte Rechtsextremisten gesehen. Dann viele aus der Querdenken-Szene, aber insgesamt wirklich sehr, sehr heterogen. Viele Hippies, Hare Krishna-Anhänger. Also das ist unheimlich bunt, diese Bewegung, und deswegen auch so schwer greifbar. Die Aggressivität, wir haben Bilder gesehen, haben die auch immer wieder eingeblendet bei diesem Thema. Wo kam die her und war die Stimmung insgesamt noch aggressiver als zuvor vielleicht auch? Also ich persönlich fand sie nicht aggressiver als vergangenes Jahr, als es diese bekannte Demonstration gab mit der Erstürmung der Reichstagstreppe. Aber was es dieses Jahr so unglaublich schwierig gemacht hat, war, dass es halt so dezentral war. Und dann hat man immer wieder kleine Spots gehabt, wo sich die Stimmung hochgeschaukelt hatte, weil dann die Polizei doch gesagt hat, hier geht's nicht weiter, und Demonstranten wollten aber weiter. Und deswegen war das halt sehr, wie gesagt, also man konnte es nicht so richtig fassen. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr heterogen von der Zusammensetzung und sehr dynamisch von der Lage. Sagt Alexander Dinger aus unserem Weltressort Investigation und Reportage. Vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio. Dankeschön.